Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, es ist jetzt der nächste Tag, wo ich jetzt hier am Zocken bin. Ich habe jetzt die Hälfte vergessen, was wir gestern gemacht hatten, also in der letzten Aufnahmesession. Will ich jetzt aber heute auch mal eine kurze Aufnahmesession sein. Und ich habe mir überlegt gehabt, beziehungsweise ich habe ein bisschen mal gegoogelt, wie wir skillen können. Und es gibt da tatsächlich einen einfachen Weg, auf den ich nie kam, wie wir schnell an Level rankommen. Und das ist sogar tatsächlich, ja, könnten wir uns eigentlich rein theoretisch, glaube ich, sogar leisten. 662 Gold haben wir. Es ist nämlich ein Zauber, das uns zum Drachensnapper macht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Mana es kostet, aber kaufen, leisten können wir uns den auf jeden Fall. Und damit können wir, wenn wir das haben, eigentlich rein theoretisch hier uns überall durchmanövrieren und alle kaputt machen. Ich würde das jetzt einmal ausprobieren und riskieren und gucken, wie viel Skillpunkte wir jetzt bekommen. So, wir brauchen ja nicht mehr viel, aber ich würde mich dann damit einmal komplett hier durch die ganze Welt sehen und jeden Punkt einsammeln, den wir kriegen. Weil wir sind einfach zu schwach, uns fehlt einfach zu viel Lernpunkte. Wir müssen viel zu viel skillen. Wir müssen viel zu viel machen und wir kommen hier momentan ansonsten nicht wirklich groß weiter. Ist der. Ja, so gehen wir nicht noch weiter auf den Sack. Euch alle werde ich mich noch kümmern. Ich will die alle loswerden, diese ganzen Suchen. Die nerven mich total. So, da ist der nächste. So, wenn wir ein Drachensnapper sind, will ich erstmal rausfinden, wie wir als Drachensnapper überhaupt kämpfen können. Denn wir hatten uns ja auch im ersten Gothic auch mal zu einer Fleischpflanze verwandelt und kamen damit auch eigentlich relativ weit. Und hier gibt es ja auch diese Zauber. Und das will ich jetzt mal machen. Das habe ich möglichst schon nicht gesagt. In der Nähe von den von der Stadt, die mich verwandeln. Wie voll ist eigentlich mein Mana? Mana ist eigentlich voll. Wie viel habe ich überhaupt? 10 Mana. Das will ich machen und dann vielleicht schaffen wir damit auch durch den Wald. Ich muss auch gucken, wie war das nochmal, wie man sich hier überhaupt zurückverwandelt. Aber wir kaufen uns das Ding jetzt einmal. Und ich hoffe, dass wir damit auch gut vorankommen. Und möglichst viel aufsteigen. Wir sind ja Level 15. Dass wir zumindest vielleicht 2-3 Level aufsteigen. Das würde mir reichen. So, hier ist ja der Dude. Wer das hat? Hier, Ignaz. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So. Verwandlung Drachensnapper. Benötigtes Mana nur 5. Kaufe ich. Feuerwaran will ich nicht. Feldräuber, Riesenratte, Lurker, Varan, Snapper, Schaf, Schattenläufer. Schattenläufer könnte man auch machen. Scavenger, Wag, Wolf. Nee, ich glaube, der Drachensnapper, das würde mir reichen. So, was macht das? Geschwindigkeit. So, Essenz der Heilung. Vollständige Regeneration. Mana-Regeneration. Nee, das reicht mir. Oh, und ich habe gerade gesehen, wir haben noch einen Apfel hier. Den esse ich. Weil war ja, glaube ich, so gegen Stärke. Jetzt speichere ich noch einmal auf der 1. Weil wir das hier jetzt haben. Dann will ich das jetzt mal riskieren. Aber ein bisschen außerhalb der Stadt.
ich weiß jetzt nicht, wie oft wir das Problem sind, jetzt ich was ich glauben soll. Den Zauber. Ich hab was anderes gehört. Aber ich will das schon öfters mal nutzen. Wenn wir den öfters kriegen können. Aber Inos sah, was geschehen war. Hier möglichst viele suchen. So, wir gehen jetzt aber erstmal ein bisschen außerhalb. So, dass wir außerhalb dessen Reichweite sind, dass die uns nicht angreifen. So, und wo haben wir den Zauber zum Drachenslipper? Da. Ich gehe noch ein paar Meter. Und jetzt. Und ich mache das Tier. Jetzt sind wir ein Drachenslipper. Jammer. Jo, 300. Nice. Alter, und wir sind auch richtig schnell als Drachenslipper. Oh, nice. Okay, aber die sind auch stark. Die sind sehr stark. Die haben uns schon sehr heftig mitgenommen. Ich hätte gerne den Zauber noch ein paar Mal. Aber ich würde dann mal vielleicht gucken, wo wir... Wie viel Leben habe ich als Snapper? 400. Ich gehe mal lieber in Richtung Wald oder so. Die Suchenden werden wir vielleicht ein andermal erledigen. Lassen wir die mal. Aber kümmern uns dann um die ganzen anderen Viecher, Kreaturen. Kann auch sein, dass wir das noch ein paar Mal öfters machen müssen. So, hier haben wir wieder welche. Die Sachen, die wir durch die bekommen, sind mir jetzt erstmal egal. So. Hauptsache wir skillen jetzt und rennen jetzt einmal durch. Ach, hier sind wir. Schon wieder eins von diesen Biestern. Landstreicher, ne, die lassen wir mal. Da kümmern wir uns andermal tun. Hier sind wir jetzt bisher noch in diesem Weg, hier wo wir jetzt rumlaufen, sind wir jetzt noch keinen. Doch, hier wieder so ein Suchender. Der soll mich in Ruhe lassen. Scavenger. Ist hier noch einer? Der Suchende lässt mich in Ruhe. Gehen wir mal weiter. Ich will noch mehr töten. Da gehen wir nicht hin. Wie ist denn das? Ich werde mich jetzt noch nicht zurückverwandeln. Wir gehen hier nochmal später hin. Ich hoffe, die Leiche liegt da immer noch. Vielleicht in den Wald, in den anderen Wald gehen sollen. Hier liegt auch wieder ein Toter. Hat das was zu bedeuten? Die waren ja vorher nicht da.
Aber das wäre jetzt zu schade, wenn ich mich jetzt zurückverwandle und ja, kein Snapper mehr sein kann. Hier nochmal. Das ist nur eine Spur, oder? Wir hätten in einen anderen Wald gehen sollen. Hier auch wieder. Der wird mich angreifen wahrscheinlich. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ja. Ich glaube, das war ein Fehler, hier hinzugehen. Sind wir stark genug gegen den? Schwarzer Knoll. Okay, der geht aber auch. Ja, wir gehen jetzt drauf. Dann gehen wir gleich nach oben. Ja. Wir gehen in den anderen Wald und verwandeln uns da. Nochmal. Neu. Da beim Dingslager. Ich glaube, macht am meisten Sinn. Hier 278 Leben. Als Drachensnapper haben wir 400. Noch mehr Lager kann ich nicht gebrauchen. Aber wir haben es dann. Ich glaube, ich zauber mich jetzt einmal zum Teleport zum Großbauern. Ja. Von selbst. Ja, nice. So, den hier weg und den Drachensnapper aktivieren. Ah ja, und erstmal was geht für die Mana. Voran. So, wohin würde es mehr Sinn machen zu gehen? Wenn wir die Entfernung haben, reicht das aus. So, verwandeln wir uns jetzt mal. Wir sind weit genug von dem Banditen weg. Ah, hier ist die eine Höhle. Für die wir eine gewisse Quest haben. Niederes Skelett. Okay, nice. Das geht jetzt deutlich schneller. Oh, dann machen wir uns den ganzen Wald hier frei. Ja, ich gehe nochmal ein bisschen auf Abstand. So. Nice. Boah, da können wir jetzt ein Weilchen durchziehen. Hier sind so viele Skelette. Warum? Die sind am lästigsten von der Bewegung. Ah, hier sind wir. Okay, gut. Dann hier noch mal ein bisschen. Nee, den lassen wir mal am Leben. Den lassen wir in Ruhe, die brauchen wir noch für was anderes. Okay, die lassen uns aber nicht. Ah, hier war die Dame. Okay, was war das denn? Das andere da nochmal für eine Höhle. Oh, der schon wieder. Irgendwie müssen wir doch an dem vorbeikommen, oder? Nein, lass mich in Ruhe. Weiß der, dass ich das bin, oder greift er mich einfach nur so an? Weil er mich als Bedrohung sieht. Wo genau? Ah, wir sind an dem Weg. Ja, gut. Da sind aber noch ein paar Blutfliegen. Super, dass die mich jetzt nicht angreifen. Dann müssen wir oben nochmal lang.
Aber hier ist ein Zaubertrank. Wieso habe ich den nicht mitgenommen? Oder wieso kann ich den jetzt nicht mitnehmen? Finde ich jetzt ein bisschen doof. Hat der schon wieder? Gibt es hier oben noch jemanden? Ne? Okay, dann gehen wir in den anderen Wald, der oben ist. Braucht er, ich finde den Weg dahin. Nee, hier nicht hier lang. Wir müssen darum. Über die Brücke. Okay, jetzt hänge ich hier fest. Ich sehe nichts. Ja, jetzt sehe ich wieder was. Und Suchenden versucht mich erstmal vorbeizuschleichen. So, und hier nochmal dran vorbei. Und die Bauern mich in Ruhe lassen. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Hier ist keiner dieser Drecksviecher. Soll mich auch in Ruhe lassen. So, wir gehen tiefer in den Wald. Hier sind die Gegner, die ich haben will. So. Da hat aber auch irgendwas sein Schwert gezogen. Hier. Okay. Wölfe müssen auch noch weg. So, Pfeiler. Ist da noch einer? Nö. Alter, wie düster ist das hier? Okay. Alter. Okay, das will ich. Ich kann so nicht speichern, okay. Hier gibt es auch noch ein paar Feldräuber. Red. Da haben wir noch mal ein paar Keiler, nice. Hier auch noch mal ein paar. Wir sind auf der anderen Seite der Insel. Normale Snapper, ja. Alter, wie geil ist es, als Drachensnapper unterwegs zu sein. Alter, wie geil. Klar, die Sachen, die wir jetzt durch die alle bekommen hätten, sind jetzt verloren, aber hier sind jetzt die Punkte deutlich wichtiger. Hier haben wir Blut. Hier ist wahrscheinlich eine etwas stärkere Kreatur. Die lassen wir mal in Ruhe. Noch ein Keiler. Was haben wir hier? Ah. Okay, nice. Wir nehmen alles mit. Da haben wir den Leuchtturm. Ich weiß auch jetzt, wo wir sind. Okay, dann gibt es hier noch irgendwo ein paar Orks.
irgendwo in der Nähe? Nee, nicht da oben. Hätten wir längst hier rumlaufen können, um alles zu erkunden? So, die Waffe. Okay, wegen dem Wachs wahrscheinlich eher nicht. So, wie sieht's mit dem Ork aus? Jo, kommen wir hin, aber ein bisschen zu gefährlich. Nein! Nein! Und ich konnte nicht speichern. Ah, verdammt. Verdammt. Ziehen wir aber nochmal durch. Nur dieses Mal passend war auch, dass wir vorher vielleicht die Frucht ergreifen. Aber wir hatten es geschafft gehabt, tatsächlich. Schon mal wieder einen Stufenlauf zu ziehen. Die hätten wir dann tatsächlich auf Berge investieren können. Das will ich jetzt nochmal machen. Dafür ziehe ich auch die Folge ein bisschen in die Länge. Aber Inus sah, was geschehen war. Und wir gehen diesmal dann direkt da hoch. Und verwandeln uns da. Ich bin schon ausgerüstet. Rüste ich ihn jetzt schon mal aus. Und wir gehen direkt hier rum, nach oben. Also jetzt müssen wir weiter noch weg sein. Da ist wieder ein Suchender. Aber der ist da unten. Okay. Da unten tut er mir nichts. Machen wir jetzt nochmal das Ganze. Wir fangen direkt hier an. So, geil. Nice. So, und jetzt komm. Und die hier. Ganz Snapper. Da ist auch noch eine Schriftrolle. Ich glaube aber, gegen die Orks werde ich noch nicht viel machen. Ich glaube, da muss ich selber so einen Kampf besser machen. Super, dass die Snapper egal ist, was mit deren Kollegen passiert durch mich. So.
diesen Varanen. Hier liegt eine schöne Axt. Hier sind aber schon viele Tote. Und hier gibt's more Rats. Ah, hier sind wir jetzt gelandet. Nice, wieder ein Stufenaufstieg. Wir machen das noch ein bisschen weiter, bis wir kaum noch Leben haben. So, jetzt können wir wieder was. So, einer ist hinter mir. Wo geht's denn hier lang? Und super, dass wir jetzt ein bisschen mehr erkunden können. Ich habe das Gefühl, hier dürfen wir noch nicht sein oder müssten noch nicht hier sein. Oder sollten noch nicht hier sein. Deswegen gehe ich mal wieder runter. Wer weiß, vielleicht kriegen wir noch einen Stufenaufstieg hin. Wäre super, wenn wir noch eins hinkriegen. So. Das war perfekt. Und noch mehr Feldräuber. Nur ein Maul. So, wie viel brauchen wir noch bis zum nächsten? Okay, da brauchen wir schon ein bisschen mehr, aber wir ziehen jetzt durch, bis wir fast tot sind und dann ergreifen wir die Flucht. Gegen die Wachs will ich jetzt lieber nicht kämpfen. Troll oder Ork? Ork Elite. Zombies, okay. Und noch ein Skelett. Das sind Zombies, war jetzt interessant. Aber die gaben gut Punkte. Ich sehe nichts. Steck hier fest. Also die war. Und noch Feldräuber. Irgendwo muss doch noch was gegeben. Hier. Wölfe. Dann haben wir uns ein bisschen mehr Erfahrungspunkte ergaunert. So, hier oben war doch irgendwo Niklas. Hier ist doch Niklas, oder? Der Typ. Keine Ahnung. So, jetzt ist die Frage, soll ich es vielleicht doch noch mit ein paar Wags mehr ausprobieren, riskieren? Noch haben wir genug Gesundheit. Na komm. Okay, das hat geklappt. Viel Leben haben die uns jetzt nicht weggenommen.
Okay, so geht's. Machen wir uns jetzt nochmal auf die Wags. Auf die Jagd nach dem Wags. Die Orks lassen wir eben noch sein. Okay, ich dachte, ich falle hier jetzt runter. Kann ich das lesen? Nö. Als Drachenslapper bin ich nicht in der Lage zu lesen. Snapper zu sein ist mega. Ein Wolf. So, die Frage ist, wo lande ich gleich? Wo bin ich hier? Ich sehe hier gar nichts. Also wir sind auch schon mittlerweile über der Zeit. Ah! Komm, mit den Boss. Wie viel Leben haben wir jetzt auch noch? Sind wir jetzt? Ich wünschte, ich könnte jetzt auf die Karte gucken, aber geht ja nicht. Die können wir ja gerade nicht aufschlagen. Ah, hier sind wir. Da ist eins von diesen Drecksviechern. Nö, ich bin keines dieser Drecksviecher. Ich bin nur auf der Durchreise. In der Höhle. Die Höhle hatten wir nicht gesehen gehabt, als wir das letzte Mal hier waren, glaube ich. Oder waren wir in der Höhle drin? Ich erinnere mich nicht an die Höhle. An dir müssen vorbei, ja? Hier sind wieder Drachensnapper, aber ich bin ja jetzt einer von denen, das heißt, die tun nichts. Aber die Suchenden, die nerven mich. Total. Vor allem, wie viele Drachensnapper hier jetzt mittlerweile unterwegs sind. So, die wollten wir noch looten. So, ich hoffe, wir sind jetzt aber
von der Stärke her schon mittlerweile so weit gerüstet, dass wir, also wenn wir gleich dann irgendwann leveln, dass wir gegen die Suchenden hier ankommen. Ach, der soll mich in Ruhe lassen. Wie viel fehlt eigentlich noch fürs nächste Level? Einen Moment. So, ist auch nicht mehr so viel. Die Schafe lassen wir. Die sind jetzt nicht mein Ziel. Sondern ja, hauptsächlich jetzt so das andere Kleinviech, das einen immer bedroht. Hier waren ja noch ein paar Untote. Da. Okay. Die machen aber auch kaum Schaden. Ist nicht mehr viel, was fehlt. Ja, nur noch 500 Punkte. Das heißt, das kriegen wir noch hin. Irgendwo müssen wir noch eben schnell diese Punkte finden. Müssten hier noch irgendwo bestimmt rumlaufen. Nur nicht die Schattenläufer und nicht die Drachensnapper angreifen. Da tut mir nichts. So, die tun mir nichts. Oh, diese Fliege. Ist eine verschissene Fliege, die nervt. Da haben wir noch ein paar Punkte. Jo, dass die auch noch alle gleichzeitig jetzt kommen müssen. Nice! Das haben wir geschafft. Das heißt, wir können jetzt wieder gehen. Okay. Das heißt, das können wir jetzt speichern. Ich speichere das mal auf die 2. Perfekt. So, dann können wir ja tatsächlich irgendwo hingehen, wo wir Stärke skillen können. Wir sind ja jetzt ein bisschen aufgestiegen. 20 Lernpunkte haben wir jetzt. Nice. Das heißt, jetzt können wir zumindest einmal auf Stärke gehen. Wie viel bräuchten wir? Wie viel bräuchten wir für die nächste? 85.000. Alter. Aber ja, jetzt haben wir wenigstens die Punkte. Und ich will schauen, wie viel ich jetzt damit rausholen kann. Ah, der schon wieder. Die Nerven, die Suchenden. Das ist wirklich nicht mein Problem. So, bei wem konnten wir Stärke trainieren? Ich glaube nicht, dass das alles ist. Das ist doch alles nur geregelt. Allgemeine. Das Suchende Irrlicht, die Sprache der Bauer, Lehrer des Wassers. Lehrer in der Burg, Händler in der Burg, Lehrer auf Onershof.
Tolov kann mir dabei helfen, mein Geschick und meine Stärke zu verbessern. Okay, Tolov kann mich Stärke lernen. Selbst ist er noch nicht. Machen wir das gerannt, als ob Bilja selbst hinter ihm her wäre. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Meine Meinung will ja keiner hören. Meine Meinung will ja keiner hören. So, jetzt müsst ihr mir gar nichts mehr leisten von ihm. Jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Keine Ahnung, sag du es mir. Noch mehr Ärger kann. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch noch zwei Lernpunkte. Aber okay, Stärke sind wir jetzt bei ein. Ich brauche einen Lernpunkt. Da könnte ich jetzt auf 85 machen. Ist doch wahr. Dann könnte ich eine bessere Waffe. Ich bin ganz deiner Meinung, wird sich das jemals ändern. Es kommt. Aber egal, wir legen uns jetzt einmal kurz pennen. Hier drin dürfen wir ja pennen. Ich wäre mir da nicht so sicher. So, ich bin hier pennen. So, bis zum nächsten Morgen. Gesundheit ist wieder voll, immerhin. Ein Lernpunkt. Und dann könnten wir die Stärke auf 85 kriegen. Aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Ich habe mir das schon gedacht. Ciao.